haben. Die armen Kleinen. Naja, ich schau mal, was sich tun lässt. Hey! Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hey, du! Hey, du! Hey, du! Nichts zu holen. Hey, du! Na, leg dich nie wieder mit mir an. Hey, du. Ah, ein Gast. Nein, ich habe weder Hunger noch Durst. Ein andermal. Wenn du irgendetwas brauchst, dann traue dich. Ich weiß auch nicht. Vielen Dank, gnädige Frau. Kann ich Ihnen bilden? Oh, das... Ja. Ich brauche für meinen Einkauf noch halb verdaut... Wäh? Ach. Die Arme. Naja. Nicht zu plündern. Da ist nichts zu holen. Hey, du! Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hey! Ich habe den Löwenzahn. Das ist gut. Das ist gut. Möchtest du kosten? Möchtest du, dass ich kotze? Du hast ja keine Ahnung. Wisst ihr was über die Goblins? Oh, diese diebischen Mistkerle! Gestern sagte mir einer der Knechte, es würde eine kleine Höhle hinter dem zweiten größeren Feld geben. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber du könntest dort ja mal nachsehen.
Naja, vielleicht finde ich ja hier irgendwo das Ei. Wie es aussieht, sind die Goblins nicht mehr da. Sie werden euch nichts mehr tun. Ich bin dir so dankbar. Endlich läuft alles auf meinem Hof wieder wie am Schnürchen. Hier, nimm den Schlüssel. Er führt in unseren Keller. Nimm dir, was du brauchst. Es gehöre dir alles, was du tragen kannst. Vielen Dank. Nichts für ungut. Sagte der Wache Bescheid. Gott sei Dank. Was hat sie gesagt? Dass Landesherr Larius in Kürze davon erfahren wird. Endlich ein Problem weniger auf meinem Hof. Hey, du! Ein Mistvieh weniger! Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Du bist wieder da? Ja. Wo warst du so lange? Ich habe alle Eier. Oh mein Gott, meine süßen Schlüpflinge. Du.
Ja, ich habe sie alle gefunden. Bitte, bitte gib sie mir. Oh, meine Süßen. Ich bin dir so unendlich dankbar. Aber eine Frage hätte ich dann noch. Was war mit ihnen eigentlich geschehen? Der Osterhase. Er kam ja eines Nachts vorbei und traf auf diese Eier hier. Ihr wart anscheinend nicht da, sagte er. Da es die Nacht vor Ostern war, ging er seiner Pflicht nach. Eier anmalen und sie verstecken. Und warum ausgerechnet meine Eier? Er sah sie hier liegen und dachte, die braucht keiner mehr. Naja, ich war diese Nacht wahrscheinlich auf Futtersuche. Das nächste Mal werde ich garantiert besser auf meine Kleinen aufpassen. Versprochen. Aber hey, schau mal, eins der Eier bewegt sich. Ich glaube, sie fangen an zu schlüpfen. Sind sie nicht niedlich? Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen. Ich werde dir auf ewig dankbar sein. Du hast mir mein Ostern gerettet. Du wirst den weiten Weg zu deinem Heim nicht laufen müssen. Ich teleportiere dich dahin. Thank you.